Die Wall Street ist so ein bisschen im Wachkoma. Man wartet auf die Arbeitsmarktdaten am Freitag. Aber ein bisschen Aufregung hat es gegeben. Durch die Party bei Meme-Aktien, AMC vor allem, ist durch die Decke geschossen. Aber auch andere Meme-Aktien sind stark gestiegen. Die Euphorie ist groß. Das ist so ein bisschen wie im Januar. Da gab es ein ähnliches Phänomen. Es fällt teilweise jetzt noch krasser aus. Aber die Fed hat ein erstes Signal gegeben, dass bald vielleicht Schluss ist mit der Party. Sie hat nämlich faktisch mit dem Tapering begonnen. Das hat sie gestern spätabends deutscher Zeit bekannt gegeben. Und das ist es so ein bisschen vielleicht der Partybreaker, zumindest mittelfristig. Denn worauf basiert diese ganze Geschichte? Sie basiert, nämlich die Rallye bei AMC, sie basiert auf diesen ultralaxen Geldpolitiken der Notenbanken. Die machen möglich, dass diese Liquidität so immens vorhanden ist. In den USA kommen noch die Stimulus-Checks und die Ersparnisse obendrauf. Die Leute haben wenig konsumiert, haben viele Rücklagen gebildet und dann zockt man eben ein bisschen und die Risiken werden jetzt immer größer. Man hat Aktien, die fundamental totaler Schrott sind, praktisch in den Himmel geschossen als Short Squeeze, als Gamma Squeeze und muss jetzt hoffen, dass die ganze Geschichte weitergeht. Aber schauen wir uns erstmal hier die Ereignisse an. AMC 102% gestiegen gestern, COS auch ein beliebter Meme-Wert 71%, Bed Bath & Beyond 51%, BlackBerry 32%, auch GameStop mit 14% wieder dabei. AMC BB, also praktisch BlackBerry, Bed Bath & Beyond und Nokia haben zusammen ungefähr ein Viertel des gesamten Umsatzes an der NYSE, also an der New Yorker Börse, absolviert. Das ist absolut immens. Wir sehen hier zum Beispiel AMC mit gut dem oder etwa mit dem dreifachen Handelsvolumen der zweitmeist volumigen Aktie gestern an der NYSE, nämlich Tesla, dann Nvidia, dann Apple. Also AMC ist mit Abstand hier das, was am meisten gehandelt wird. Und wir sehen unten in dieser Grafik Most Shorted Stocks. Das ist der stärkste Anstieg eben seit Ende Januar. Das kann noch so weitergehen, gar keine Frage. Das ist durchaus drin, dass diese Party noch ein bisschen weitergeht. Aber der Kater kommt dann. Die Frage ist, ab welchem Niveau kommt er dann und wie stark werden die Kopfschmerzen sein, wie stark wird die Bereicherung vorher sein, die hier der Fall ist. Hier sehen wir mal den AMC-Chart von Capital.com, meine Damen und Herren. Wir sehen hier im Januar dieses leichte Zucken nach oben, AMC ja nicht so stark gestiegen wie GameStop einst, aber jetzt holt sie das nach, also unglaublich, was da passiert. Das Motto der sogenannten AMC Army hier mal zusammengefasst. Wir sind hier zusammen drin, bleib auf Linie, kaufe über dem Ask-Kurs, halte für riesige Gewinne, verkaufe nicht für Pennies, also für kleine Gewinne, nimm deine Stop-Losse raus, nimm Limits raus, unterstützt euch, hold no matter what, ganz wichtig, halten, egal was passiert, glaube dem Prozess, this is the way. Fand ich ganz interessant, das mal hier so kompakt auf einen Punkt zu bringen. Das hat natürlich mit rationaler Herangehensweise an die Märkte nicht allzu viel zu tun. Genau das ist das Rezept für Totalverluste. Stops rausnehmen, egal halten, egal was passiert. Das kann eine Zeit lang gut gehen, aber on the long run geht es fast nie gut. Und auch bei AMC wird es on the long run praktisch nicht gut gehen können. Auch wenn sich viele natürlich jetzt super fühlen. Klar, Gewinne sind Gewinne. Das ist immer eine schicke Sache. Aber Jim Cramer, mit dem ich selten übereinstimme, aber hier schon, der sagt, Leute, genießt euren Ruhm jetzt hier, das ist ein 5-Minuten-Ruhm, den ihr hier habt, 5 Minutes of Fame, aber das wird end soon, das wird bald enden, enjoy it while it lasts, because you will be gone after this, also du wirst dann weg sein, richtig, da wird es viele noch erwischen, die dann vielleicht zu hoch eingestiegen sind, dann knallt das Ganze nach unten und dann ist für diejenigen diese Party nicht so wunderbar schön. Rein fundamental, gut, ich weiß, das hat mit fundamental nichts zu tun, was hier passiert, aber AMC hat nun eine Bewertung von 25 Milliarden Dollar. Das kann funktionieren, sagen Analysten, wenn jeder Amerikaner 5-mal am Tag ins Kino geht, was natürlich nicht so fürchterlich wahrscheinlich ist. Mal hier ein kurzer Vergleich, AMC mit State Street, State Street, Marktkapitalisierung, Revenue, also Umsatz 10,5 Milliarden, AMC jetzt durch die Pandemie bedingt nur 449 Millionen, aber State Street hat einen Gewinn von 2,3 Milliarden, AMC hat in dem Pandemiejahr 3 Milliarden verloren, Market Cap ist aber bei AMC deutlich größer oder ist 10% höher.
AMC wäre jetzt durchaus im S&P 500, was die Marktkapitalisierung betrifft. Es wären nur etwa 239 Firmen wären marktschwerer, also wären größer, hätten eine größere Marktkapitalisierung. Unglaublich. Und das jetzt angesichts der Reopening Story in den USA. Alles öffnet, aber wir sehen, ja, da gibt es zum Beispiel in Restaurants deutlich mehr Verkehr. Open Table Seat. Seated. Also da sehen wir, dass viele Bereiche hier sich richtig erholen, Restaurants, was auch immer, Consumer Spending, aber was sich nicht wirklich erholt, sondern in letzter Zeit sogar nach unten zeigt, das sind die Kinobesuche, also das vielleicht nur mal hier mit diesem Kreis gekennzeichnet, das vielleicht nur mal hereingesprochen. Ich weiß, dass diese Leute sich nicht für irgendwas interessieren, was normalerweise an der Börse interessant ist, sondern nur steigende Kurse. Aber da ist ja oft die Rede davon, wir gegen die Hedgefonds und so weiter. Wir sind die Guten, die Hedgefonds sind die Bösen. Ich würde doch gar nicht verstehen, damit bin ich gemeint, dass das doch die große Schweinerei sei, dass hier Hedgefonds short stünden und damit die Firmen in den Ruin treiben würden. Naja, in den Ruin treiben, die treiben sich schon selber in den Ruin, beziehungsweise das Geschäftsmodell funktioniert halt nicht. Der Short ist eine wichtige Geschichte an den Märkten. Warum? Weil es eine Art Bereinigungsfunktion hat, Überbewertungen abzubauen. Dann treten Shorties auch, wenn die Kurse gefallen sind, oft als Käufer auf, weil sie ihre Position, ihre Short-Position wieder eindecken müssen. Short-Positionen wurden von Hedgefonds zuletzt verstärkt eingegangen. Aber es ist natürlich nicht so, dass diese Reddit-Meute hier alleine ist, sondern da schwimmen natürlich andere Dickfische mit, die genau wissen, da können wir anderen Hedgefonds, die short stehen, wehtun. Und hier sehen wir das mal ziemlich konkret. Wir haben alleine 54% des gestrigen Handelsvolumens in AMC kommt über Dark Pools, also über Handelsplätze, wenn man so will, bei denen Privatinvestoren überhaupt keine Möglichkeit haben, da mitzumischen. Das heißt, da ist institutionelles Geld mit dabei, da sind jene Hedgefonds dabei, die die Reddit-Meute als böse klassifiziert. Die dunkle Macht der Seite ist auf eurer Seite, ihr Lieben. Das solltet ihr mal zur Kenntnis nehmen, wenigstens, bevor ihr hier dieses Schwarz-Weiß-Denken, dieses Gut- und Böse-Mantra, was Quatsch ist, hier weiter vertretet. Aber sei es drum, wir haben jetzt hier AMC, GME. Was ist das Problem an dieser ganzen Geschichte? Es macht natürlich die Märkte zu so einer Art Playstation, zu einer Art Casino. Das ist natürlich auch eine Folge der Liquiditätsschwemme. Man braucht sich über die Exzesse nicht zu wundern. We go back, wie hier in dieser Grafik, wenn das, was Elon Musk hier so treibt, das Höchste an Menschentum ist, sozusagen, was wir erreicht haben, dann sollten wir vielleicht besser bald wieder gebückt laufen und auf Bäumen leben, wäre vielleicht dann für die Natur und für alle anderen Lebewesen das Beste. Aber jetzt kommt die Fed und tapert, meine Damen und Herren. Sie nennt es nicht Tapering, aber es ist faktisch Tapering. Sie hat nämlich jetzt mitgeteilt, dass sie das sogenannte Secondary Corporate Credit Bailout Fund, dass sie diesen reduzieren wird, dass sie hier Verkäufe tätigen wird. Die Fed hat Ende 2020 hier eher symbolischer Natur Unternehmensanleihen gekauft, auch ETFs gekauft, die Unternehmensanleihen beinhalten. Die Summe ist ziemlich gering. Es geht um 13,7 Milliarden Dollar insgesamt. Das will man jetzt bis Ende des Jahres verkaufen. Ist von der Summe her angesichts der 120 Milliarden, die Fed in die Märkte pumpen, nicht wirklich relevant, eher symbolisch. Aber diese Symbolik ist wichtig, weil es zeigt, dass die Fed jetzt eben mal einen konkreten Schritt hin zur Reduzierung ihres Portfolios, ihrer Bilanz gemacht hat, indem sie eben hier diese Unternehmensanleihen verkauft. Und all das ist so ein bisschen in Einklang gebracht mit den Aussagen von Harker, San Francisco Fed-Chef, der gestern gesagt hat, ja, es wird sehr bald Zeit sein, über dieses Tapering des Bond-Buyings zu sprechen, also über die Reduzierung der Anleihekäufe in Richtung Null. Das bezeichnet das Wort Tapering, aussetzen oder reduzieren. Aus dem Sportbereich eigentlich kommend. Wir erinnern uns 2013 das Taper Tantrum, das damals für Verunsicherung an den Märkten gesorgt hat. Insgesamt haben die globalen Märkte jetzt, die Aktienmärkte, eine Marktkapitalisierung von 115 Milliarden Dollar. Das geht relativ parallel eben mit der Bilanzsumme der Notenbanken. Deswegen ist das Ganze so entscheidend für die Aktienmärkte. Es geht um Liquidität schlichtweg, that's the way it is. Und wir sehen jetzt die großen Notenbanken mit einer Bilanzsumme von 24 Billionen
Jetzt aber, und das wird vielleicht übergeordnet wichtig, wir sehen hier unten den S&P 500, der eigentlich aus diesem steilen Aufwärtstrendkanal erstmal rausgebrochen ist. Und der Dollarindex hat versucht, aus seinem Abwärtstrendkanal auszubrechen mit zwei solchen Dochten. Gestern ja erst Dollarstärke, dann wieder Dollarschwäche, jetzt offenkundig wieder leichte Dollarstärke. Wenn wir hier diesen Abwärtstrend brechen, dann könnte das richtungsweisend sein für die Märkte. Normalerweise sagt man, starke Aktienmärkte, schwacher Dollar, und umgekehrt könnte diesmal auch so sein. Wir sehen hier gestern wenig Bewegung, wenig wirklich Spannendes, was hier der Fall war. Energie war das Top-Ding, dann Real Estate Technology, ganz unten Consumer Discretionary und Materials, also nicht wirklich große Bewegung. Wir sehen, dass nur die Small Caps gestern negativ geschlossen haben, die anderen minimal positiv. Aber wenn wir uns mal die Handelsvolumina anschauen, hier beim Spider, maßgebliches ETF auf den S&P 500, dann sehen wir gestern 49,1 Millionen Kontrakte. In der Woche jetzt 53, 58, 56, 43. Also es ist in letzter Zeit einfach total dünn, was die Liquidität betrifft. Wenn wir uns hier mal weiter unten orientieren, das ist noch aus Mai, dann hatten wir hier 101, 116, 134, 106, also da war mehr als das doppelte Volumen der Fall. Es ist derzeit das Warten auf die US-Arbeitsmarktdaten, das Warten, dass irgendwie etwas passiert. Es ist so eine Art Pattsituation, nach oben fehlt so ein bisschen die Kraft, nach unten der Wille. Das Einzige, was krass steigt, das sind die MIM-Aktien, aber das ist sozusagen ein Exzess, der dann auch wieder rückabgewickelt wird. Das ist eine Frage der Zeit, deswegen stellt sich schon die Frage, halten, egal was kommt, Gewinne mitnehmen ist sicherlich manchmal nicht verkehrt, auch wenn man sich dann vielleicht ärgert, dass die Dinge noch ein bisschen weiter steigen, aber wer dann zurückschauen wird, wird sehen, dass AMC wahrscheinlich ein Rohrkrepierer ist. Wenn die fundamentale Situation nichts hergibt, was das rechtfertigt, dann kann das eben auf Dauer auch nicht bestehen bleiben. Also, ich wünsche jetzt Ihnen erstmal einen schönen Feiertag. Wenn Sie in Bayern, in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg, überall, ist ja Feiertag, aber in anderen Bundesländern nicht. Heute Abend gibt es ein Marktgeflüster, auf das ich Sie hinweisen möchte. Würde mich freuen, wenn Sie da dabei sind. Servus und ciao.